Also Muslime, Buddhisten, Hindus, auch Menschen ohne religiöses Bekenntnis werden an den Ordensschulen akzeptiert und sind auch herzlich willkommen. Und es werden diese unterschiedlichen, es werden Religionsunterricht auch für diese unterschiedlichen Religionen angeboten an den Standorten. Weil es uns sehr, sehr wichtig ist, diese Menschen willkommen zu heißen. Ja? Weil ich glaube, dass Schule ein ganz wichtiger Ort ist des Dialogs und dass Schülerinnen, sagen wir es katholische Schülerinnen, hier in einem geschützten Rahmen die Chance haben, ja, andere Religionen oder Menschen mit anderem Religionsbekenntnis, mit anderem kulturellen Hintergrund kennenzulernen und die kolportierten Vorurteile, die es also durchaus in der öffentlichen Diskussion gibt, zumindest zu relativieren oder auch zu hinterfragen.